Philipp, was ist heute für ein Tag? Geburtstag. Dein Geburtstag? Wie alt bist denn du geworden? Sechs. Sag mal, was? Wie alt? Sechs. Sechs Jahre? Echt? Kannst du schon zählen bis sechs? Ich kann bis 900. Bis 900 kannst du zählen. Ui. Freust du dich? Jetzt bist du endlich sechs Jahre alt, ja? Du wolltest so gerne sechs Jahre alt werden. Wollen wir mal reingehen, gucken, was dich zu Hause erwartet? Ja. Mama und Sarah haben da was vorbereitet für dich. Ja? Bist du gespannt? Cool. Cool? Kann ich mich hier dranreißen? Nee, dranhängen kannst du dich da nicht. Wieso? Guck mal. Hier wartet schon ein Partysaal für Philipp, ne? Und diese drei platze ich gleich. Dann hast du ja gar keinen Partysaal mehr. Was? Hast du gar keinen Partysaal mehr. Guck mal, das haben alle Sarah und ich gemacht heute. Für dich. Ne, Sarah? Mhm. Schön? Ja. Wenn Papa gleich kommt, dann kriegst du noch dein Geschenk von uns. Wo ist das? Das haben wir noch versteckt für dich. Ja. Du bist ganz rot von der Sonne draußen, ja? Heute ist richtig schönes Wetter, extra für Philipp. Wer kriegt dir dann noch so einen Hut? So einen Geburtstagshut? Ja. Ja. Zieh mal auf. Aber gut. So, Geburtstagskind. Jetzt geht's los, ja? Jetzt feiern wir zu Hause deinen Geburtstag. In der Schule hast du schon gefeiert, jetzt feiern wir zu Hause. Hm? Heute haben sie für dich gesungen in der Schule, ja? Nein. Natürlich, hab's gehört. Nein. Viel Glück und viel Segen haben sie dir gesungen, ja? Aber nur beim Chor haben sie dir gesungen, ne? So, jetzt sitzen wir am Tisch zu Philipp seinem Geburtstag. Ja, Philipp? Du hast dir ein Menü gewünscht. Welches Menü hast du dir gewünscht? Nudelsuppe hat Philipp sich gewünscht. Mach mal den Topf auf. Was ist da drin? Stampfkartoffeln. Richtig. Da ist Brühe. Salat. Da ist die Brühe für die Nudeln. Richtig. Und hier haben wir einen Auberginenaufstrich. Und hier haben wir vegetarische Fischstäbchen. Heißen vegetarische Fischstäbchen. Ja, da sind die Nudeln für die Suppe drin. Das ist Philipp sein Geburtstagsmenü. Das hat er sich gewünscht. Alle seine Lieblingsgerichte. Ja, die essen wir gleich. Aber erstmal müssen wir doch für Philipp singen. Was singen wir? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Philipp. Zum Geburtstag viel Glück. Was mit euch beiden? Habt ihr eure Stimme verloren? Die haben Hunger. Ah, die haben Hunger. Wir singen gleich nochmal, wenn die Torte kommt, ja? So, Philipp, Augen zu. Jetzt kommt dein Geschenk. Er hat die ganze Zeit so geduldig gewartet, bis Papa gekommen ist, bis wir gegessen haben. So ein geduldiges Kind, das wird man wahrscheinlich nicht nochmal finden, das so geduldig auf sein Geburtstagsgeschenk wartet. Jetzt hast du es dir echt verdient. Ja, dann macht Fotos, damit auch alles nicht vergessen wird. Warte, warte. Warte. Jetzt Augen aufmachen. Hui! Na? Hast du dir das gewünscht? Ja, Philipp? Aber das hält jetzt nicht durch. Doch, das hält das aus. Extra so ein Ding geholt, damit du deine kleine Mach Schwester das in Anhänger rein. Mitfahren lässt. Mitfahren lässt. Und Sarah darf mitfahren. Und darf ich auch mal. Ja, du darfst auch mal. Was? Lass es da dran, Philipp. Das ist die Geburtstagsdekoration. Nein, tu das alles in den Anhänger. Ich fahr jetzt los. Setz dich, Sarah. Und los geht's, Philipp. Und später bin ich jetzt, ja? Nein. Na? Vorsicht, bremsen. Papa, kannst du dich nehmen? Tschüss, Philipp. Warte mal, zeig mal, bleib mal stehen.
Na, wie fährt sich's? Gut. Guck mal, was du machen kannst. Dann musst du das zurückziehen? Ja, weiß ich. Warte mal, wie geht das hier überhaupt? Und wie mal, was macht man dort? Das ist eine Schaufel. Ah, ja. Guck mal, hier machst du die Schaufel runterziehen. Ach so, und wieder eins. Du musst die hoch. Dann kannst du was. Und dann muss man so machen. Und dann kannst du sie, musst du das so machen. Ja, weißt du, hoch und dann musst du das. Na, fahr mal weiter. Ja, gleich. So, jetzt muss man das wieder hochmachen. Das musst du runterziehen. Sarah, steh mal auf, damit er ein bisschen schneller fahren kann. Genau, erstmal nach links und rechts gucken. Und dann kannst du die Straße runterfahren. Ja, das ist nicht so. Pass auf, du hattest fest. Noch so ein Frontlager. Ja, das ist so. Spielen. So, Philipp hat sich etwas in seinen Anhänger aufgeladen und fährt jetzt los, ja? Eine ganz besondere Fracht hat er sich aufgeladen. Hier. Langsam, ganz langsam, ja? Der große Bruder fährt seine kleine Schwester. Hey! Hey, Romy! Was machen Sie mit dir? Überall musst du mitfahren, ja? Im Kinderwagen und im Anhänger. Ich will auch irgendwo mitfahren. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Philipp, zum Geburtstag viel Glück. Du darfst pusten. Oh, Dora. Der ganze Rauch geht zu Romy. Ich liebe den Kerzengeruch. So. Wow, ich als erstes! Drei verschiedene Schichten habe ich gemacht für mich. Guck mal. Eine Schicht mit Walnüssen, eine Schicht mit Mohn und eine Schicht mit Karo. Also Schoko. Darf ich auch jetzt? Ich auch, aber ein großes. Na, Philipp, was sagst du zum Kuchen? Gut. Gut? Papa, was sagst du? Fantastisch. Fantastisch. Mmh, lecker, lecker, lecker. Mama hat sich mit Sarah gestern viel Mühe gegeben. Wir haben, solange ihr in der Schule wart, heimlich Torte gebacken, ne, Sarah? Ja. Sarah und ich sind die neuen Konditoren. Da wissen wir ja, was Sarah für eine Ausbildung macht. Ja. Philipp, was sagst du zu deinem Geschenk? Freust du dich? Ist toll? Hast du dir das gewünscht? Ja, ne? Das gehört zu einem richtigen Bauern. Ja, du bist doch jetzt Bauer hier bei uns. Nee, bist kein Bauer? Aber du kümmerst dich doch immer um den Garten und um das Feld und um die Tiere. Da brauchst du einen Trecker mit einem Anhänger. So, mein Großer. Heute bist du 6 Jahre alt geworden. Hast heute Geburtstag. Bist ein großer, junger Mann. Gehst jetzt zur Schule. Hast deinen ersten Zahn verloren. Zeig mal deinen ersten Zahn. Ui, die erste Zahnlücke hat Philipp gehabt vor ein paar Tagen. Der zweite Schultag war gewesen und dann war der Zahn draußen. Hat Philipp sich selbst rausgezogen. Ganz groß. Ganz großer Mann. Ne? Philipp macht sich selbst fertig. Ist ganz selbstständig. Macht seine Hausaufgaben super gut. Ja? Und hat sich jetzt richtig verdient, so ein tolles Geschenk zu bekommen, ja? Ja? Findest du auch, dass du dein Geschenk verdient hast? Ja. Sag mal, was dir gefallen hat heute an deinem Geburtstag. Dass ich den Trecker bekommen habe und dass ich in die Schule gehen kann. Heute an deinem Geburtstag war schön in der Schule?
Ja, haben gesungen für dich, ja, und haben gespielt mit dir alle nach der Schule. Wir haben nach der Schule noch 2 Stunden gespielt auf dem Pausenhof mit den ganzen Klassenkameraden. Die sind alle da gewesen und haben mit ihm gespielt. Na, bleib doch ein bisschen hier. Nein. Bei mir. Bleib Nein. doch ein bisschen. Nein. Du, Mama möchte ein bisschen mit dir reden. Nein. Bleib, du bist nur zu deinem Trecker, ne? Nein. Will ich nicht, ich will spielen. Willst spielen? Was machen wir denn noch für, zu deinem Geburtstag nachträglich? Hm? Was haben wir dir versprochen? Wo gehen wir hin? Ins Wannemar. Ja, da gehen wir am Freitag hin, ja? Weil heute ist es zu spät, Papa musste zu lange arbeiten. Und am Freitag gehen wir dann ins Wannemar, okay? Das ist unser Schwimmbad. Da gehen wir Philipp seinen Geburtstag richtig feiern dann. Heute haben wir zu Hause mit der Familie gefeiert. Und am Freitag gehen wir dann ins Schwimmbad. Und da darf er dann auch einen Freund mitnehmen. Den Ben nimmt er mit. Den kennt ihr ja noch aus dem Urlaub. Und dann fahren wir schwimmen und dann feiern wir Philipp seinen Geburtstag, ja? Ha? Ja. Hey, zeig dich doch. Nein. Dann sag mal tschüss. Sag mal tschüss. Tschüss und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt heute an meinem Geburtstag. Hm? Tschüss. Tschüss.